steht bei Dynamo Dresden jetzt noch ein weiterer Abgang an. Und das bei einem Spieler auf einer Position, die er sehr gut besetzt und die bei uns sowieso sehr, sehr dünn ist. Wir schauen uns an, warum gerade Park auf die Verkaufsliste kommen könnte. Denn aktuell ist ein Abgang bei ihm gar nicht so ausgeschlossen. Auch wenn die Linksverteidigerposition bei uns eine Position ist, die nicht so krass gut besetzt ist. Es wird heute wieder sehr, sehr spannend, Freunde. Bleibt gerne bis zum Ende dran. Wie immer könnt ihr diesem Video auch ein Däumchen nach oben da lassen, um diese Arbeit zu supporten. Würde mich mega, mega freuen. Und wenn du es neu sein solltest, kannst du auch diesen Kanal sehr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Stand jetzt gab es ja bereits 9 Neuzugänge für die SGD. Damit ist die Personalplanung ja trotzdem noch lange nicht abgeschlossen. Aber auch weitere Abgänge sind auf keinen Fall ausgeschlossen. Ein Kandidat dafür soll Park sein. Das hat mich erstmal extrem erschrocken. Denn Park ist Linksverteidiger. Wir haben auf links gerade mal 2. Park und Heise, der Neuzugang. Und ich muss sagen, eigentlich ein cooler Mix. Mit Heise ein älterer, erfahrener Spieler und mit Park ein jüngerer, dynamischer Spieler. Und der soll jetzt gehen. Warum das? Der Grund dafür ist, dass man mit der aktuellen Trainingsleistung des Linksverteidigers augenscheinlich nicht zufrieden sein soll. Wie ich es in einem der vorigen Videos schon erwähnt hatte, hat Bernd Brendel in einem seiner letzten Interviews Folgendes gesagt. 2 bis 3 Positionen will Dynamo bis zum Ende der Transferperiode Ende August noch besetzen. Auf der Wunschliste steht unter anderem ein 3. Torhüter, sowie ein Spieler für die linke Außenbahn. Und jetzt könnte noch die Linksverteidigerposition dazukommen. Wir haben es ja nicht gerade schwer genug mit Neuzugängen. Derzeit soll der Südkoreaner überhaupt nicht überzeugen. Ich fand Park gerade letzten Saison einen unheimlich guten und wichtigen Spieler. Und ich würde es nicht ganz nachvollziehen können, wenn man ihn jetzt wirklich aufgrund von, ja, ein paar schlechten Trainingssessions aussortieren möchte. Hier muss man aber sagen, gab es schon so ein paar ganz bittere Indizien. Gegen Viktoria Berlin und den SC Freital kam er bei beiden Spielen nicht in der ersten Mannschaft vor. Stattdessen wurde auf Jan-Hendrik Marx gesetzt. Der eigentlich Rechtsverteidiger ist, hat man auf links gesetzt. Wie disrespect ist das? Du bist Linksverteidiger, spielst nicht, weil der Trainer lieber einen Rechtsverteidiger auf deiner Position haben will, weil er anscheinend einen Rechtsverteidiger mehr zutraut, was auch immer. Fand ich leider nicht so cool, ist aber eigentlich so, ja, eine ganz klare Aussage. Und somit soll ein Abgang auch nicht ausgeschlossen sein. Quellen zufolge soll ein Abgang des 23-Jährigen bei eben einem passenden Angebot auf jeden Fall realisiert werden. Natürlich wäre auch eine Laie machbar. Er hat den Vertrag bis 2026, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich fände es schade. Das heißt natürlich, in den nächsten Tagen muss sich Park anbieten und zeigen, dass das kann und wert ist. Aktuell scheint es ja sowieso, dass nach der Verpflichtung von Heise Park eher so als Backup eingesetzt worden ist. Aber die letzte Saison, die war echt krass für ihn. Denn wenn er nicht gerade verletzt war, bestritt er seine Spieler als absoluter Stammspieler. Von seinen 19 Einsätzen bestritt er 18 in der Startelf. Das ist eine gute Quote. Und ja, natürlich war mit Markus Anfang auch ein Trainer von Werder da, den Park ja kannte, da er auch bei Werder gespielt hat. Da ist vielleicht auch so ein bisschen der Papa-Instinkt dabei. Jetzt ist ein neuer Coach, der ändert sich sowieso immer viel. Aber ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Mann so schlecht performt. Der war letzte Saison echt einer meiner Lieblingsspieler mit. Somit stellt sich aber auch wieder die Frage, wer soll her auf der linken Seite? Denn Heise ist auf jeden Fall zu wenig. Da muss noch ein Backup her. Genau deswegen habe ich mir auch nochmal einen Linksverteidiger rausgesucht. Wie ein Mann für den linken Flügel und die Torhüterposition. Da habe ich mir Philipp Böhm notiert, 22 Jahre alt, Torwart. Und ich brauche nicht viel erzählen, denn zur Zeitpunkt der Aufnahme, das ist am Donnerstagabend, ist er schon hier. Ich habe es mir aufgeschrieben, Skript habe ich mir heute Morgen geschrieben, wo ich das Ganze aufnehme am Donnerstag, ja, und über den Verlauf des Nachmittags wurde der Transfer dann wirklich sogar bestätigt. Nochmal kurz zu ihm, 22 Jahre alt, wie gesagt, kommt vom VfB Eichstätt, ist aus der Bayernliga, hat ein Probetraining bei uns, war vereinslos und ist jetzt Dritter-Torhüter. Er war vorher auch noch bei Regensburg U19 mit der Zweitmannschaft, ist ein Dritter-Torhüter, was soll ich dazu sagen, der Transfer ist jetzt stattgefunden. Man schreibt den auf und es passiert. Hätte ich das ein paar Stunden eher hochgeladen. Für die Linksflüglerposition habe ich mir Ozan Köpci ausgesucht. 25 Jahre alt, linker Flügel, spielt aktuell beim FC Eindhoven. Das ist in der 2. niederländischen Liga. Letzten Saison hat er in 38 Spielen 16 Scorer verbuchen können. Sein Vertrag geht bis 2025. Sein Marktwert beläuft sich auf 550.000 Euro. Ist teuer, aber ein Spieler, den wir echt gebrauchen könnten. Und der linke Flügel, da haben wir nur Zimmerschmied. Da muss jemand Neues her. Und die besagte Linksverteidigerposition, da habe ich mir Juan Maria
Alcedo rausgesucht. Ich hoffe, richtig ausgesprochen. 23 Jahre alt. Spielt gerade bei Albacete. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Spanischer Zweitligist. Da kenne ich auch nicht alle. Von der Liga her, im Verhältnis zur dritten Deutschen, wäre es echt top. Hat in 30 Spielen 3 Scorer. Vertrag bis 2025. Und Marktwert von 500.000 Euro. Der Mann wäre echt realistisch und gut. Das wäre halt super Ersatz. Ein junger, dynamischer Spieler. Und eine spanische Liga ist sowieso ein bisschen, ja, ist noch ein bisschen krasser, die zweite spanische Liga, wie unsere dritte eben, ist ganz klar. Was meint ihr zum Fall Park? Sollte man ihn behalten oder vielleicht doch abgeben, verkaufen und verleihen und mit der Kohle etwas anderes anfangen? Und schreibt auch gerne eure Meinung zu meinen Vorschlägen in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Hier findet ihr natürlich wieder weitere Videos von mir. Checkt auch die gerne ab. Würde mich mega, mega supporten. Und zum Schluss könnt ihr wie immer gerne nochmal diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten sehen wir uns dann sehr, sehr bald zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen Video. Bisschen rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh.